Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. Was? Blip, blub, blip, blub, blip, blub, blip, 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 blub. Koordinaten. In einer neuen Aufnahmesaison. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal hier, ne? Ich muss ja nochmal hier die Stimmen ein bisschen anpassen. Wir haben ja letztens unseren Kollegen, wo ist denn eigentlich Alfred? Da ist Alfred. Wir haben Alfred modifiziert durch die Wächterquest. Und Alfred ist einfach ein Tier geworden, ne? Alfred ist einfach ein Tier geworden. Obwohl, Alfred war schon immer ein Tier. Kann ich den, warte mal. Modifikation. Rufe, nein. Pass mal auf. Das sieht man jetzt gar nicht mehr, ne? Ach, guck mal. Wenn ich den jetzt hier so schwarz mache, das sieht man gar nicht mehr, ne? Hat er noch irgendwelche pinken Elemente? Nee, ne? Huch. Ja, Erinnerung speichern. Okay. Aber Alfred ist immer bereit for battle. Schade, dass ich den nicht nochmal anpassen kann, ne? Aber geil, Alfred, einfach ein Tier. Was ich jetzt gerne machen wollen würde. Wir haben ja hier, ne? Aber das muss ich auch nochmal machen hier. Fotos von Landschaften machen mit der scheiß sumpfigen Dings. Haben wir hier noch. Das haben wir für die Basis, das haben wir für die Basis und das haben wir für die Basis. Ich würde jetzt ganz erstmal Träume von der Tiefe machen, das Signal untersuchen, dass wir da ein bisschen die Nebenquests ein bisschen abklappern. Und dann auf die Basis gehen, ne? Dass wir dann wirklich jetzt mal so langsam auf die Basis gehen. Natürlich, wir müssen erstmal viel farmen, ne? Das ist auf jeden Fall klar. Wir müssen erstmal viel farmen. Achso, bevor ich jetzt, warte mal, bevor ich jetzt, ne? Wir haben ja eines gelernt, das hat Vergangenheit schon uns ja ein bisschen mitgegeben. Ah, oh, die Tiere. Da, die alte Schlange. Wie der geht. Der hat X-Beine. Oder O-Beine. Warum haben die alle eigentlich alle so einen dicken Arsch? Kann mir das mal einer erklären? So, pass auf. Ich nehme mal hier nochmal zweimal. Ja, danke dir. Ja, ja. Danke, Alfred. Danke. Ich wollte eigentlich, egal. So, pass auf. Was ich jetzt gerne machen würde. Hier können wir nochmal. Können wir die? Nein. Was wir jetzt erstmal nicht brauchen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das brauchen wir immer. Das brauchen wir erstmal nicht. Ne? Dass wir erstmal ein bisschen hier. Emiri brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dass wir ein paar Sachen erstmal hier rüberpacken. Ne? Damit wir ein bisschen Platz im Inventar bekommen. So, Kobalt kann rüber. Kann ich nicht eigentlich Schnellübertragung? Jo. Dann machen wir das nämlich so. Das behalte ich mal. Das Salz kann rüber. Kohlenstoff brauchen wir auch immer, das brauchen wir eigentlich auch immer. Silber kann rüber, Chlor kann rüber. Das brauchen wir eigentlich auch immer, das kann rüber. Das, für was war das nochmal? Kobalt, komm, Kobalt, Sauerstoff brauchen wir auf jeden Fall. Magnesium brauchen wir auch. Indium, das packe ich rüber. Weiß ich nicht. Reines Ferrit. Ja, das packe ich rüber, das packe ich rüber, das packe ich rüber. Das packe ich rüber. Und das packe ich auch mal rüber. Und die alten Pilz, hier kommen, das kann auch mal rüber. Dann haben wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz, ne? Dann sortieren wir das mal ein bisschen. Ich weiß halt nicht, die Sachen, die kommen halt ein bisschen häufiger vor, glaube ich. Deswegen sollten wir sie mal mitnehmen. So, zack, zack, zack. Und was ich gerne machen würde, herstellen, verbessern. Okay, pass auf. Dich packe ich mal hier unten hin und das geborgene Glas packe ich auch mal. Können wir das? Genau, wir können das zerschlagen. Warte mal. Das machen wir doch mal. Wir machen erstmal hier, ne? Und dann machen wir hier. Zack. Und 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 zack. Da haben wir auf jeden Fall einige Sachen jetzt bekommen. Die wir auch mal. Hier haben wir noch ein paar Weichenbildnisse. Die schmeißen wir jetzt auch erstmal hier mit rein. So, pass auf. Du kommst hier unten hin. Du kommst hier unten hin. Und die ganze Sache. Warte mal, ich mach mal den hier. Zack, 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 zack. Die würde ich aber trotzdem gerne hier unten hinpacken. So, dann haben wir das nochmal. Die Kreaturkugeln, die können wir auch mal gebrauchen. Den Schlott, den kann ich gleich mal direkt mal einsetzen. Hartgestellantrieb. So, Wächtersignalfackel, die packe ich mal hier vorne mit hin. Die Kabelbäume packe ich mal hier mit hin.
Das packe ich mal so. Das nehmen wir ja gleich. Und die Sachen, pass auf, dann mache ich so. Die Muni kommt hier hin. Dann machen wir das mal so, ne? So, die Navigationsdaten nehme ich gerne mal mit, wegen, obwohl wir können eigentlich welche hier drin lassen, ne? Oder? Ich nehme mal 38 mit, die sollten ja erstmal reichen. Wir finden ja zwischendurch immer noch mal ein paar Daten. So, pass auf, dann haben wir hier nämlich auch noch mal ein bisschen Platz. So, zack, 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 ne, damit wir ein bisschen das Inventar aufgeräumt haben. So, ich schaue jetzt noch mal im Raumschiff, ne, wir machen mal kurz hier ein bisschen, Aufräumaktion. Ja, das war klar, dass nämlich die alte Stinkepflanze hier wieder an... Aua! Warte mal, Raumschiff. Da haben wir das. Exoanzug. 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 Die Wasserstoffgelee behalte ich mal. Die behalte ich auch mal. Das packe ich mal hier unten hin. So, was haben wir denn hier beim Alfred noch drin? Da haben wir noch die Schlüssel drin. Gut, der kann das ja erstmal behalten hier, ne? Der kann ja erstmal ein bisschen sammeln. Gut. Pass auf, dann würde ich nämlich jetzt... die... Warte mal. So, tschüss. Ne? Eigentlich sollte ich die nicht mit der Munition immer abschießen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, ich mach mal hier. Zack. So. Und dann würde ich jetzt gerne mal... bauen, herstellen. Komm, ich pack die Sachen auch erstmal nach unten. Hier weiß ich gar nicht. Die können wir für Leben nehmen, ne? Komm, die nehme ich mal mit für Leben. Hier weiß ich auch noch nicht. Das behalte ich auch erstmal. Sonst hatten wir jetzt alles hier, ne? Genau, den packen wir gleich da oben rein. Ich würde gerne hier... Oh Gott, hier haben wir auch noch so viel Scheiß drin. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Die ganzen Updates. Ne? Wir bräuchten eigentlich... So, pass auf. Ja, das wird jetzt natürlich eine tough decision. Wir müssen halt gucken, dass wir hier mehr Platz kriegen. Da müssen wir unbedingt gucken. Ich würde die einfachen Sachen, wie zum Beispiel Bewegungsmodul, das vielleicht nicht. Das vielleicht auch nicht. Scanner-Modul kann weg. Das kann weg. Das ist ja ein Laser-Modul. Was ist das hier? Cadmium-Antriebpaket. Den sollten wir behalten. Ich weiß halt nicht. Ich weiß hier halt nicht, ne? Das ist so das Problem. Ich keine Ahnung. So, das sollten wir behalten. Ich würde hier gerne was verkaufen, aber ich weiß nicht, was... Blitzwerferpaket. Ich glaube, das sind hier normale Sachen, ne? Komm, die normalen Sachen, die hauen wir mal hier raus. So, zack, das kommt auch nochmal weg. Artemis Übersetzerpaket, ah ne, das will ich behalten. Ah, scheiße, einfaches Übersetzerpaket. Ja. Pass mal auf, ich nehme die Sachen... Zack, 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 und das zack. Dann machen wir hier erstmal nur die Sachen, ne? Ich weiß halt nicht, hier haben wir drei Stück von. Reicht eins? Wenn wir eins verkaufen. Nee, wenn wir eins behalten. So. Wenn wir eins behalten. Die doppelten, die können wir ja verkaufen, glaube ich, ne? Eins von 20. Okay. So. Ne, ich weiß da halt noch nicht. Ne? Da müssen wir echt mal schauen. Sternlicht, Sterne, Projektil, ich, pass auf, ich mach mal so. Dann mach ich mal so. Die mache ich mal so, weil die hier, ne?
Dann mach ich mal den hier. Und den hier. Und den mach ich mal hier. Den mach ich mal dahin. Den mach ich mal hier noch mit hin. Oder ich mach nochmal so. Hier, zack, zack, zack. Dann machen wir das mal ein bisschen so. Und das packe ich einfach hier, Schildmodul, ne? Und die anderen Sachen verkaufen wir. So, pass auf. Dann einmal der Kern. Verbessern, handeln. Die würde ich gerne behalten. Die schmeiße ich mal hier hin. Kristallfluid bauen, herstellen, verbessern, handeln. Das würde ich gerne auch irgendwann mal machen, wenn wir mal wieder einen Platz frei haben. Handeln, das können wir verkaufen. So, die Dinger, die kommen auch hier rein. Die sollte ich eigentlich mal mitnehmen, ne? Warte mal, 20 von 40 vom... Ich wollte gerade sagen. Das weiß ich auch noch nicht, was das hier ist. Ein Zeichen, das dem Träger Unterstützung der Behörden des Systems im Kampf gegen Piraten gewährt. Ah! Vielleicht sollten wir... Hilfe? Vielleicht sollten wir da einen mitnehmen. So, pass auf. Die Knolle. Ja, ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. So, Glas da rein. Handeln. So, das können wir verkaufen. Das packe ich hier nochmal mit rein. Das können wir verkaufen. Das behalte ich. Das kann hier mit rein. Herstellen, handeln. Herstellen, verbessern. Neuralleitung, handeln. Das können wir auch verkaufen, ne? Achso, bauen, herstellen, verbessern, handeln. Pass auf, dann kommst du nochmal hier mit rein. Dich packen wir mal hier oben mit hin, ne? 1 von 10. Ich weiß halt nicht, ne? Keine Ahnung. So. Na, so. 1 von 200, auch sehr schön. Verbessern, handeln. Komm, weg damit. Den gefälschten Pass, den lasse ich mal hier hin. So, das verkaufen wir gleich, das packen wir oben rein. Sonst haben wir jetzt hier alles einsortiert, ne? Mehr oder minder, ne? Mehr oder minder einsortiert. Ja. Da müssen wir halt echt mal schauen. Okay, pass auf, dann würde ich mal eben den Frachter rufen. Frachter, komm zu mir. Achso, da war er ja schon. Frachter, komm zu mir. Frachter, ich liebe dir. Alfred, du kannst leider nicht mitkommen. Ne? Du musst kurz hier warten. Wir haben ja im Frachter noch den einen Slot, den müssen wir noch mit einer Forschungsstation müssen wir den noch verbessern. Können wir auch irgendwann mal machen. So, dann einmal nach oben. Ja, jetzt leckt es hier wieder wie Kaki. Kaki. Ist das nicht ein Fußballspieler? Ich frag nur. Ich frag für einen Freund. Ne? Gut. Hustensohn 4, Ushi Nippo. Können wir den Frachter eigentlich auch umbenennen, sag mal? Ja. Hustensohn. Hustensohn 4. Hustensohn 4. Ushi Nippo. Hustensohn 4. Schein. Scheinpo. Scheinpo. Oder Husten, komm, einfach Hustensohn 4. Reicht. So, Hustensohn 4. Ne, du weißt schon, was damit gemeint ist. Oh, ein Händler, hallöchen. Reisender, ein Handel. So, was hat er? Ach, guck, ja, siehst du, da haben sie, da hat er nicht, kommen wir, was wir mal gesagt haben, ne? Okay, können wir dem irgendwas verkaufen? Minus 1,4. Ich schau mal hier, Hartgestellantrieb würde ich behalten. Was wollten wir nochmal verkaufen? Oh. Große Nachfrage nach wissenschaftlichen Gütern. Radar können vorübergehend eingesetzt werden, um die Konzentration und Produktivität kurzzeitig zu erhöhen. Obwohl sie überall nützlich sind, werden sie vor allem in Wirtschaftssystemen geschätzt, die sich auf den Handel spezialisiert haben und denen die Konkurrenz zwischen den Arbeiten besonders hoch ist. Okay. Dann, oh, ein für 92.000. Gut, tschüss. Und sonst hatten wir ja nichts, ne? Tschüss.
Dann haben wir da ein bisschen wieder Geld gemacht. Genau, sonst die Eiweißperlen hatten wir noch. Ja, aber der hätte da Minus angezeigt. Ne, das schauen wir nochmal in der Raumstation. Okay, dann lass uns mal nach oben gehen. Den Slot installieren. Slot, 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 Slot. So, warte mal. Mein Gott, ey, das ist doch hier unglaublich. Nervig, einfach nur nervig. Egal. So, Flotte verwalten. Nee, das ist es nicht. Das Warp-Antrieb einschalten. Ah ja, der kann ja nur ein System kann der ja nur fliegen, ne? Da müssten wir den auch nochmal verbessern. So, Upgrade-Kontrolle. Zusätzliche Lagerfläche hinzufügen. Yes, baby. So. Dann schauen wir mal. Basisteile und Upgrades. Ah ja, hier kriegen wir den... Ach, das ist das geborgene Fregattenmodul. Ah. Kondensator. Ja, wir brauchen 4 davon, ne? Ja. Materiestahl. Frachterkonstruktionsmodule. Ja. 5000er Need. Finde ich immer noch eine Frechheit. Gut. Ein temporäres Fregatten-Upgrade für die Dauer einer Expedition. Dieses mächtige Treibstoff-Upgrade überlastet die Fregattenantriebe für eine schnellere Reise. Für ein schnelleres Reisen. Ah, okay. Vierfach-Servo. Oh, den haben wir ja, mal verkauft, ne? Gut. Haben wir vergrößert. Alles Klärchen, Bärchen. Gut. Wollten wir hier nochmal was machen? Was ist mit der Expedition? Da kann ich nochmal schauen. Ah, und dafür sind die geborgenen Fregattenmodule, ne? Okay. So, nachbesprechen. Mhm. Nachbesprechung. Units 38.000, 37.000, 35.000. Oh, aktiviertes Indidium, finde ich auch sehr schön. Cool. Nice. Ja, 112.000 Units, sehr schön. Haben wir das jetzt im Inventar oder was? Nö. Nee, im Fregattendings, ne, hat er das? Okay. Gut, dann könnten wir bei dem vielleicht nochmal eine Expedition starten. Ne, dass wir da immer hier eine Expedition haben. Mhm. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Handelsexpedition. Entdeckungsreise, ausgeglichene Expedition. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf eine Schwierigkeit 3, Distanz 4.703 Stunden, vielleicht nochmal eine Industrie-Expedition machen, vielleicht. Weißt du, weil wir haben ja den Industriedings. Vielleicht wäre das mal, ne? Warte mal, ich muss mal kurz was hier. Ach, ey. Warte mal. Was ist denn jetzt los hier? Hä? Wo ist denn jetzt hier? Wo? Warte mal, ich muss mal kurz was nachschauen. Ah, mein Gott. In der Zeit kann ich ja ein bisschen reden. Ich muss mal kurz echt schnell was nachgucken, aber ich habe jetzt hier gerade keine Ahnung, wo ich dieses Kack finde. Ne? Rechnung. Ach mein Gott. Warte mal, ich bin sofort wieder da, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, egal. Komm, wir machen mal eine Industrie-Expedition, ne? Weil wir haben ja noch hier den Kollegen. Industrie, da müsste ich mich auch mal mit beschäftigen hier, ne? Nötiger Treibstoff, okay. Hat der denn noch genug Treibstoff? Ich schau mal. Für die nächsten Male.
Okay, 1 von 20. 1 von 20. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen was herstellen. Warte mal. Das können wir doch hier machen. Ah, jetzt habe ich die ganzen Sachen nicht dabei, ne? Oh nein. Warte mal, wir können Projektil. Nee, oder? Ernsthaft jetzt? Bin ich so blind gewesen? Bin ich wirklich so blind gewesen? Bin ich wirklich. Bin ich wirklich so blind gewesen? Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Warte mal, ich bin sofort wieder da. So, jetzt bin ich wirklich wieder da. Mein Gott, ey. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, war ich wirklich so blind? 5000. Ich schäme mich fast ein bisschen. Ich schäme mich ein. Ja, gut. ich mach direkt. Ja, komm, wir machen direkt hier, ne? Jetzt werde ich auch noch angerufen, das gibt's doch nicht. Also, ich weiß nicht, was diese Folge los ist, aber ich bin wieder da. Hab mich eine private Nummer angerufen. Auf einmal so diese normale Roboterstimme, weißt du? Diese weibliche Roboterstimme. Lieber Kunde, Ihr PayPal-Konto wurde mit 609 Euro kompromittiert. Was? Willst du mich verarschen? Also, Also, heute ist echt der Wurm drin, ne? Es tut mir sehr, sehr leid. Heute ist echt der Wurm drin. Bitte verzeiht mir. So, ich mach mal 200 erstmal, ne? Das sollte erstmal wieder ein bisschen reichen. So, hier. Ach, warum kann ich denn. Warum. Was ist das? Was ist das denn für eine Kacke? Warum ist das denn so kompliziert gemacht? Jetzt werden natürlich Leute sagen: Ja, das ist doch normal. Du kannst ja nicht einfach da und so, ne? Und da hier. Halt's Maul! So. Dann hat er erstmal wieder. Dann hat er jetzt 200, 300, 350 Tonnen. Reicht. Reicht erstmal. Okay, alles klar. Mein Gott, ey. Heute ist echt der Wurm drin. Also das regt mich, ich bin gerade ein bisschen echt genervt. Ich meine, normalerweise gehe ich nicht an private Nummern ran. Aber ich warte halt auch noch auf einen wichtigen Anruf, weißt du? Und deswegen weiß halt nicht, ob derjenige, diejenige mit privater Nummer anruft oder nicht. Das ist so, ja, yeah, weiß ich nicht. Gut. Okay. Haben wir jetzt erstmal alles, ja? Können wir jetzt weitermachen? Wir haben erstmal alles, genau. Die Sachen wollte ich noch verkaufen. Hier können wir keinen. Können wir hier? Ich will mal kurz nochmal schauen. Hier konnten wir nicht irgendwie warpen, ne? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Warte mal, hatte ich nicht hier ein Portal hingestellt? Nee, hier wollte ich ein Portal hinstellen, ne? Das ging aber nicht. Verstehe ich nicht. Flottenkommandoraum, Wissenschaftsspezialistenraum, Bauspezialistenraum, galaktischer Handelsraum haben wir ja schon. Schotttür, Anbaukammer, Waffenspezialisten, Raffinerieraum, Lagerraum, 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 Lagerraum. Ne? Gut. Schade. Gut, dann halt nicht. Okay. Dann einmal wieder runter. Einmal in Bandai Namco rein. Und dann, ja, wir haben jetzt genug Munition, ne? Das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Und Vergangenheit. Ich meine, ich bin ja der Zukunft schon, ne? Ich habe das ja jetzt herausgefunden. Und der Vergangenheit schon war einfach so doof, ne? Wahrscheinlich haben wir das schon seit sehr, sehr vielen Folgen freigeschaltet, dass wir die selber herstellen können. Und dann immer noch, ja, wir müssen Munition finden. Aber da merkst du halt auch, dass ich sehr vergesslich bin, ne? Das merkst du halt einfach auch. Gut, wir müssen in ein System mit Wasser. Water, Waterman. Water, Waterman. Und da ist ja schon einer. Alles klar. Let's go. Rein da. Und wir haben ja noch diese eine Frachtermission. Vielleicht finden wir da vielleicht nochmal geborgene Frachtermodule, um da noch ein paar Sachen freizuschalten.
Vielleicht, man weiß es nicht, ne? Müssen wir echt mal schauen. Okay. Ah, ey, nervig. Ja, manchmal ist echt der Wurm drin, ne? Da bist du eigentlich so, okay, die Aufnahme kannst du eigentlich vergessen. Aber du weißt ja, wie ich bin, ne? Ich schneide es trotzdem zusammen. Okay, ne? Weil natürlich das mit dem Munition... Oh, wie cool. Ungefährer Standort. Okay, dann würde ich mal sagen, geben wir mal Gas. Ah, hier waren wir schon mal. Okay. Ja, du merkst, ne? Ich... Für alle, die neu sind, für alle, die das Let's Play neu schauen oder zufällig auf dieses Video stoßen, ich habe ein Fliegenhirn, ja? Ich bin sehr, sehr vergesslich in manchen Sachen, ne? Und ich denke immer zu kompliziert. Ich denke jedes Mal zu kompliziert. Deswegen bitte nicht aufregen, ja? Habt Nachsicht mit mir. Ich bin noch ganz neu hier, No Man's Skies. Ich bin wirklich noch ganz neu, ne? Hier, so haben wir... Ist das hier? Das sieht doch nach dem Ort aus. Der Begierde. Schauen wir mal. Vielleicht ist er das ja direkt. Das ist er. Sehr schön. Träume von der Tiefe. Träume von der Tiefe. Guck mal hier. 5000. Und ich die ganze Zeit immer, ja, wir brauchen Munition. Vergangenheits-John, ne? Wir brauchen Munition, wir müssen Munition sammeln. Wo kriegen wir Munition her? Obwohl wir es die ganze Zeit selber herstellen konnten. Mit Ferritstaub, was ja überall liegt. Verstehst du? Also so, wirklich so blöd kann keiner sein. Das ist genau mit den Türen. Ja, anstatt mal, ne? Vielleicht zu denken, ah, vielleicht muss da ja ein Schalter ran. Hä? Ich hab doch das mit Strom verbunden. Das muss doch eigentlich funktionieren. Ja, ich kann mich manchmal selber aufregen. Aber hey, das macht mich aus. Das macht mich aus. Ne? So. Okay, hier können wir nichts machen. Also, nirgendwo mal reingehen. Ne? Ich weiß, dass wir an der Konsole müssen. Gut, dann schauen wir mal. Verzerrte Stimme. Protokoll 2015F, Durchbruchsereignis plus 407 Solz. Falls du das hörst, hast du wahrscheinlich unser letztes Protokoll gefunden. Ich hinterlasse diese Spur zur Erinnerung an meine gefallenen Freunde, sowie als Warnung an alle, die es auf unseren Weg verschlägt. Ich kann mir die vergebliche Hoffnung nicht verkneifen, dass mich jemand finden könnte, auch wenn ich dich um Folgendes bitte. Folge mir nicht. Die unheimliche Übertragung endet. Ich bemerke, dass der Fremde ein Upgrade-Modul für die Belüftungsmembran zurückgelassen hat. Nimm. Ich nehme das Upgrade-Modul. Sein Installationsverlauf enthält die Seriennummer des Raumschiffes seines Besitzers. Vielleicht muss ich ihm folgen. Oh, kriegen wir vielleicht Unterwasserschutzmodul, das ist ja sehr schön. Kriegen wir, ach ja, ich wollte ja eigentlich zur Raumstation, ne? Ich wollte ja die Du merkst, ich bin auch so leicht abzulenken, ne? Ne? Achso, wir müssen wahrscheinlich im Raumschiff und dann sagt ihr uns Koordinaten erhalten. Oder? Achso, warte mal, nee, warte mal. Was mache ich denn? Achso, ich muss das erstmal, okay. Hilfe! Achso, starte die Installation mit... Ja. Ja, aber kann ich ja. Wo soll ich das denn installieren? Okay, dann muss ich erstmal was rausnehmen, ne? Dann lagere ich das erstmal. Achso. Zack.
Das Upgrade-Modul enthielt ein Echo seines ursprünglichen Besitzers. Führe einen Scan C durch, um den ehemaligen Besitzer zu suchen. Raumschiff-Signalspur eingerichtet. Wo denn? Wo haben wir es denn? Wo ist es denn? Achso, Signal stammt aus einer anderen Welt. Okay, alles klar. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt. Dann einmal hier in die Dimension. Huch. Achso, da. Raumschiff des Fremden, ungefährer Standort. Im Himmel? Huch, Hilfe. Was ist jetzt los? Hi. Oh, alter Knopf, Bildschirm. Ah, da waren wir, glaube ich, schon mal drauf, ne? Von dir entdeckt, ja. Entweder wir haben da Pilzschimmel mitgenommen oder Pilzschimmel. Ich glaube, es war Pilzschimmel. Ist das dann im Wasser oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Aber das sieht nicht nach Wasser aus hier. Oder? Ist das Wasser hier? Das ist Wasser, ne? Ja, es ist Wasser. Kann ich da landen? Ist das hier eine Landebucht? Nee, das geht nicht. Hilfe! Aua! Wo kann ich denn am besten mal landen hier? Raumschiff des Fremden. Warte mal, ich gehe noch mal ein bisschen nach oben. Da geht's nicht. Da vorne vielleicht, auf den kleinen Pinö. Hier geht's auch nicht, ne? Nee. Ich versuch's mal da auf dem kleinen Pinöpel. Vielleicht können wir da landen. So. Ne? Vielleicht geht das ja hier. Ja. Es funktioniert. Sehr schön. Aua. Nein. So. Ich würde gerne mal wissen, was diese... Was das hier ist. Okay, wir müssen... Okay, das ist noch ein bisschen weit weg, ne? Aber nützt ja nichts. Wir haben ja das Unterwassermodul, ne? Also sollte uns ja nichts passieren. In den tiefen Meeren. Okay, extreme Wassertoxizität. Toxizität. Okay. Ja, ich sollte mal vielleicht mal nach oben, ne? Ja, ich sollte mal übers Wasser. So. Wir schwimmen in die richtige Richtung. Jo. Jetzt. Ja, ich weiß, das ist hier echt extrem toxisch. 104,9, fast 105. Also hier ist, ne? Gut. Gut, dann wird die Folge ein bisschen länger, ne? Viel zusammengeschnitten, wird die Folge ein bisschen länger kommen. Nein. Ernsthaft? Ja, Nachtoxizität. Ja. Ja! Benutze ich es, um mein Schiff zu rufen. Wie denn? Wie denn? Naja. Ich frage mich, ob ich mit Alfred hier... Ne? Das müssen wir mal ausprobieren, ob wir mit Alfred auch durchs Wasser können. Okay, jetzt geht's richtig ab, ne? Was? Hier ist irgendwas? Da unten. Schauen wir mal. Ist das denn das? Dann ist schon wieder so eine Muschel, ne? So eine alte Muschel ist das. So, her damit. Aber hier war noch irgendwas. Wo ist es denn? Oder ist das hier irgendwo im Boden? Da. Verschüttetes Relikt.
Ja komm, egal. Oh Gott, alter Falter. Hallo? Sieht aus wie ein Hai, ne? Das sieht echt aus wie ein Hai. Okay. Alter. Ah, und auch noch Blitze. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich weiß halt nicht, ob ich schneller über Wasser oder unter Wasser bin, ne? Das ist so das Problem. Naja. Sind wir echt so weit weggelandet? La. La 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 la. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir kaum näher kommen, ne? Das ist irgendwie so, ja. Gasgewinnung verbessert die Sprinteffizienz. Sprinte bei giftigen Stürmen weiter. Ja, aber hier komme ich irgendwie nicht weiter. Reisemeilenstein erreicht. Resolut. 3 Punkt Zolls überlebt. Gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Wirklich, ich freue mich echt. Ja. Okay, die Folge wird sehr wasserreich, ne? Oh, schade, der Sturm löst sich auf. Was für eine traurige Nachricht, die uns gerade hier ereilt. Da unten ist auch noch irgendwas am Leuchten. So. Ja, das dauert ein bisschen länger, ne? Gut. Ja, wahrscheinlich werden sich wieder die Leute die Hände über den Kopf schlagen. Warum hast du nicht Alfred genommen, Junge? Minotaurus vor zu winnen, da wärst du jetzt schon in 3 Jahren da. Ja, wir werden viel. So. Ich will eigentlich... Ne, das soll halt nicht hier so. Ja. Ja. Weißt du, dann labert die nämlich. Da vorne wäre auch noch ein Landepunkt gewesen, oder was? Okay. Was ist da hinten? Ein Pilz, oder was? Um dein Schiff zu rufen. Wie denn? Ah, Flotte erreichte das... Okay, Untersuchung beginnt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Okay, ist irgendwas Böses. Ih, Kraken, Quallen. Okay, wie krass rot das Meer jetzt gerade wird, ne? What the fuck? Alter. Komme ich überhaupt noch nach oben? Ja. Alter. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ist das wieder schon wieder so ein Ekelauge da unten? Nee, ne? So. Genau so will ich nämlich fliegen. Ja, wir müssen mal wieder, ne? Wir werden sehr viel Natrium verbrauchen. Haben wir jetzt schon gemacht. Hm. Nicht nach oben. Nicht nach oben. Nicht nach... Ja, die hat heute viel zu labern, ne, die Dame. Die hat heute viel zu labern. Guck mal, da hätten wir, glaube ich, vorne auch landen können. Aber ich habe doch geguckt, ich habe es nicht gesehen. Ja gut, das war nur der ungefähre Standort, ne? Das ist halt ein bisschen so tricky. Das ist halt echt ein bisschen tricky. Vor allem, wenn das Raumschiff im Wasser ist, weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt noch benutzen können. Und was im Wasser ist, das bedeutet auch, dass wir gleich tauchen müssen. Okay, wir sind da. Warte ich mal kurz, bis er fertig hat. Ach, da unten, okay. Pass auf. Okay. Junge, Junge, Junge. Verzerrte Stimme. Protokoll 003A. Durchbruchsereignis plus 4 Solz. Der Großteil der Crew ist tot. Nur jene von uns, die bereits in ihrem Anzug waren, als der Asteroid einschlug, überlebten die anfängliche Dekompression.
Wir hatten Glück, dass kleinere Raumschiffe abheben konnten, bevor die Hülle implodierte. Keines unserer Schiffe verfügt über einen Hyperantrieb. Wir sollten die Baupläne in der Hauptdatenbank des Frachters bergen können. Er scheint allerdings in den Tiefen des Ozeans versunken zu sein. Zum Glück haben wir immer noch die Pläne für die Nautilon. Ach, können wir jetzt das Ding? Ach, hör mir doch auf. Ach, hör mir doch auf. Ach, gut, dass wir das noch nicht gekauft haben. Okay, wir sollten eigentlich da nichts kaufen. Erstmal die Mission machen, ne? So, Schrott nehme ich mit. Vielleicht meinten die Leute das mit, du musst doch viel lernen. So, und hier ist ein Unterwasserunterschlupf. Schauen wir mal. Oh, wie geil. Ah. Kann ich das Raumschiff mitnehmen? Jo, kann ich echt? Okay, vergleichen. Schiff beanspruchen. Geil. Baue das Nautilon-U-Boot. Ja, das... Hey, hallo. Würde ich aber nicht unbedingt hier machen. Das Errichten einer Unterwasserbasis kann bei Konstruktion helfen. Ja, ich will ja... haben wir hier da vorne... Sonst haben wir nichts, ne? Oh Gott, ist das nervig. Gut, da kommen wir aber auch so hin. Na gut. Aber das Gute ist, dass wir schon mal das Schiff haben. Ich schaue nochmal. Genau, das haben wir jetzt. Aber ich würde dann gleich die Bandai Namco rufen, ne? Kann ich das schon auswählen? Bandai Namco und... Ja, und es stieg empor aus den Tiefen des Ozeanes. So. So, zack. Gut. Aber die, das haben wir jetzt, das Raumschiff, ne? Mhm. So. Oh Gott, rein hier. Gut. Dann einmal... Ich guck mal, ob hier noch eine Station ist und dann machen wir mal hier, ne? Schön mit Öl machen wir hier. So. Da hinten ist eine Raumstation. Dann würde ich da nämlich auch gleich direkt die Dinger verkaufen. Ne? Die wir dabei haben die ganze Zeit. Die wollten wir ja verkaufen. Hallo? Wo willst du hin? Da. Da will ich hin. Zur Raumstation. Irgendwie will er nicht zur Raumstation fliegen. So, zack. Und jetzt aber. Okay, alles klar. Dann haben wir in der Folge, ne, ein paar Unterbrechungen gehabt. Haben jetzt das Nautilon-Boot freigeschaltet, was mega geil ist. Das werden wir nämlich als nächstes dann bauen in unserer Basis. Da müssen wir mal schauen, weil dann will ich das nämlich damit anknüpfen mit der Exo-Fahrzeughalle. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Klaus. Ciao mit V, ciao mit Ö und tschüss.